Boah, Mann, ist schwer dieses Mal. Weißt du schon, was du wählst? Ich glaube, ich nehme ein Big Mac Menü und du? Ja, McChicken. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wahlspecial von Lass mal reden. Ja, ist auch wichtig. Wir reden heute über ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, das euch auch sehr am Herzen liegt und vielleicht sogar mal ein Thema ist, was nicht unbedingt so unfassbar lustig ist, weil halt einiges auf dem Spiel steht. Wir reden halt über die Wahl 2017. Ja, und weil wir beide eigentlich ziemliche Politikexperten sind, ich meine, wir haben beide viel House of Cards geguckt, also eigentlich kennen wir uns gut auf, könnten uns eigentlich auch selber aufstellen lassen, aber wissen, dieses Jahr echt ist ein bisschen schwieriger geworden, sich dieses Jahr zu überlegen, wen man denn wählt und deswegen, vielleicht geht es euch auch so, deswegen werden wir heute ein bisschen mal eine Overview machen, wie wir so den ganzen Wahlkampf bzw. das ganze Floor-Geplänkel zur Wahl miterleben und euch einen kleinen Überblick geben und vielleicht euch sogar bei eurer Entscheidungsfindung helfen. Also es geht jetzt darum, wen gibt es überhaupt? Wer sind die Kanzlerkandidaten? Wie haben wir den Wahlkampf bisher wahrgenommen? Fehlt uns vielleicht sogar irgendwas? Und am Ende sagen wir euch sogar noch, wen ihr wählen sollt. Und wenn ihr euch fragt, ey, was ist denn das Wahlbenachrichtigung? Was wird denn überhaupt gewählt? Ja, also dieses Jahr wird der Bundestag gewählt und ihr habt da zwei Stimmen. Zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Die Erststimme ist immer für den Herren oder die Dame, die in eurem Wahlbezirk kandidiert. Und die zweite Stimme ist immer für die Partei, um ihren Abgeordneten ins Parlament zu schicken. In unser, wie heißt das Parlament? Bundestag. Also entgegen der allgemeinen Meinung, ihr wählt nicht Angela Merkel oder Da, wie würdest du es geil finden, wenn man direkt die wählen würde? So wie in Amerika? weiß es nicht. Nun wählt ja eigentlich auch die Demokraten oder die Republikaner in Amerika. Ist krass, dass es nur zwei gibt, ne? Ich glaube, da gibt es auch mehr, aber ich glaube, es wird Echt? Ja, es gibt noch eine. Es gibt irgendwie andere. Genau. Aber es geht halt darum, dass eure Zweitstimme, obwohl es die Zweitstimme ist und damit man der Meinung sein kann, die ist eigentlich unwichtig, die ist ja nur Zweitstimme, damit wählt ihr grundsätzlich die Partei. Die Partei hat einen eigenen Kandidaten Das ist ein bisschen wie bei uns, ne? Die zweite Stimme, das bin ja ich, und die ist eigentlich viel die ist wichtiger. eigentlich wichtiger als die erste, genau. Und deswegen wählt doch Bundeskanzler, dein Name nochmal? Martin Schulz. Oder Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es Also, gibt natürlich eine Menge Parteien, aber reden wir mal über die gerade besonders relevant sind. es gibt dann immer noch die CDU-CSU mit Angie und Horst Seehofer, ne, der schwarze Balken, der dann immer hochkommt aus dem Fernsehen. Und dann gibt es die SPD, der rote Balken. Und wer ist da der Man? Martin Schulz. Den grünen Balken. Wir müssen ein Quiz machen, wir gerade grüne Balken. Ja, Cem Özdemir ist da am Start. Und vielleicht, also wir reden ja auch über die FDP, die jetzt im Moment aber nicht im Bundestag sind, ne? Vielleicht kommen die aber mit dem wieder. schönen Mann. Ah, ist das schön? Er ist so schön. Das ist Ja? das Model unter den Politikern. Oh! Christian Lindner von der FDP. Ja. Und natürlich die Linke ist natürlich auch im Bundestag mit. Frau Wagenknecht. Würdest du? Ja, und dann gibt Oh. es, ja, es ist traurig, Das aber ist es gibt ja traurig. tatsächlich noch eine andere Partei, über die man, weil sie zumindest sieht so aus, als würde sie in den Es Bundestag einziehen. sieht richtig stark danach aus, leider. Und es wäre tragisch, weil es tatsächlich, es Traurig wäre ist eine es, ja. Schande, weil es tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg Armutszeugnis, ja. das erste Mal wäre, dass Rechtsradikale, man kann es direkt so sagen, in den Bundestag einziehen würden. Man muss auch über die AfD reden mit der Frau Weidel. Ja, und dem Herrn Gauland, ne? Wir wollen in dieser Ausgabe nicht unbedingt Stellung beziehen, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, Ja, dass das traue ich mich. das kann man sich schon trauen, dass es niemals richtig ist, aus Angst, Furcht, einfach nur Parolen zu wählen. Und deswegen, Leute, denkt nochmal an alle, die wirklich über die AfD nachdenken, denkt nochmal genau drüber nach. Und wählt sie nicht. Aber Kanzlerkandidaten gibt es ja im Prinzip nur zwei, ne? Weil die großen Parteien irgendwie nur ihren Kanzlerkandidat aufstellen. Angie, altbekannt, hat eigentlich immer einen soliden Job gemacht. Das gute alte Rennpferd Gute quasi. Die Rennpferd, ne? Mutti. Ja, Die Mutti. die Mutti. Findest du auch die Mutti so ein Ist so ein bisschen? bisschen Mutti, ne? Ja. So ist Ist so auch eher. sehr, sehr ruhig, sehr, sehr aussitzend und ausdauernd. Aber Ja.
aber hat halt die letzten Jahre auch nie wirklich einen richtigen Kontrahenten gegen sich übergestellt bekommen, oder? Ja. Findest du Martin Schulz wirklich? Ja, Martin Schulz, der ist ja so krass gut angekommen, ne? Ja, das war der Schulz-Effekt. Der Schulz-Effekt, und der ist der Edeka-Filialleiter-Charme, den er da hat, der wurde ihm ja immer unterstellt, ist natürlich krass verflogen, ne? Aber ich bin generell nicht so der größte Fan von dem. Jetzt nicht von seiner politischen Ansicht, sondern eher so vom Typ her. Ist nicht so, dass ich sage, den schicke ich guten Gewissens nach Amerika, um Deutschland zu repräsenten. Optisch her. Ja, da geht ja der Bundespräsident dann hin. Mal gucken, wen wir dann haben. Den wechseln wir ja auch relativ häufig. Aber Angie geht ja auch ab und zu mal rüber. Stimmt, manchmal. Und kriegt dann nicht die Hand geschüttelt. Ja, Schulz ist halt, also grundsätzlich ist es vielleicht in der heutigen Zeit nicht verkehrt, dass wenn zwei Menschen, zwei normal denkende Menschen sich gegenüber sitzen, ja, und nicht einfach nur poltern und, ja, Stress machen. Das, mhm, haben wir in der Türkei, das haben wir in Amerika, das haben wir in anderen Ländern. Sondern da hat man schon das Gefühl, da sind zwei Kanzlerkandidaten, die noch bei Trost sind. Das ist vielleicht auch mal gar nicht schlecht zu sagen. Finde ihn auch nicht unbedingt unsympathisch, aber es ist halt alles so. Also, aber hättest du dir nicht vielleicht gewünscht beim Kanzlerduell, dass dann da ein, ja, bisschen dann, dass er irgendwas mal was rausholt? Ja, Frau Merkel, ich bin absolut Ihrer Meinung, aber hier habe ich ein Bild von Ihnen, wie Sie was klauen bei Edeka. Ja, genau. So, was soll das eigentlich? Warum, ja, stehlen Sie? Ja. Findest du nicht, es hätte sowas geben müssen? So, ja, so einen krassen Twist, also so, oder sowas, so, mal mittendrin? Ja. So. Also zumindest so ein bisschen. Zumindest hätte man mal sagen können, ja, pass mal auf, ich bin stärker als du und deswegen gewinne, ja, ich und so. Ja. Es war halt so, ich möchte mich an dieser Stelle für die Frage bei Ihnen bedanken. Ja, das ist unser Job, hier die Fragen zu stellen, aber gerne. Und dann einer gibt ja die Antwort, der andere, ja, da sind wir wirklich einer Meinung. Mhm. Und bin ich deiner Meinung. Genau, danke. Also was das angeht, bin ich deiner Meinung, danke, und ich finde auch gut, dass du die Frage gestellt, ja, hast. Also das Kanzlerduell war schon sehr, sehr seicht. Und es wurden wieder sehr lange überwiegend über Themen gesprochen, die Weltbewegende? Ja. Also die wichtigen, die den normalen Bürger beschäftigen. Die den normalen Bürger, ja, beschäftigen. Und das so kennt man es auch aus der Politik. So kennt man es aus der Politik. Und das ist das Problem an der Politik. Und, ja, das muss man ganz klar sagen, dass ich auch, ja, verstehen kann, dass ganz viele sagen, ich habe keinen Bock auf Politik, ja, und ich gehe auch nicht wählen. Ja. Aber Leute, wenn ihr nicht wählen geht, wählt ihr automatisch die Falschen. Also es ist keine Alternative. Ist nicht eine Alternative. Deswegen sich informieren. Oh, aber Alternative sage ich nicht mehr so gern seit Alternative für Deutschland. Genau. Ist keine andere Möglichkeit. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Mir fehlten halt in dem Kanzlerduell, ja, es wurde über Flüchtlingspolitik gesprochen, ist ein, mhm, extrem wichtiges Thema. Ja. Auch die anderen Themen, über die gesprochen wurden, sind auch nicht unwichtig. Ja. Aber die sind so fernab der realen, der normalen, der allgemeinen Bürger. Ey, wir sprechen später nochmal über den Wahl-O-Mat. Da gibt es auch abgespacede Thesen, wo ich denke, so, darüber mache ich überhaupt gar keine Gedanken. Ja, aber genau, anscheinend sind die doch in Parteiprogrammen drin. Ja, aber vielleicht verkaufen sie sich auch ganz gut. Ja. Weil man da nicht wirklich, ja, drauf antworten muss. Wahrscheinlich, ja. Also, aber man muss ja trotzdem da eine Meinung zu haben, und dann kann man das ja, weil reden wir später nochmal drüber. Kanzlerduell habe ich nicht gesehen, aber ich habe Angie bei YouTube gesehen, war ja eine große Sache. Unsere Kollegen von den anderen Channels haben sie interviewt, und ja, es waren die gleichen Fragen, also es war jetzt nichts irgendwie was Neues, und man hat gesehen, dass Angie so ein bisschen, ja, nicht ganz an der richtigen Stelle war. Also sie ist nicht so in touch mit, das Internet ist Neuland für, ja, sie. Ja, also, das ist traurig. Es kommt noch so ein bisschen so rüber, und die Fragen waren jetzt auch nicht so investigativ, sondern schon sehr vom Pressesprecher reingereicht, und fragen Sie mal die Fragen. Schön. Und so. Das zieht die Leute zur Politik. Ja, und das ist halt auch wirklich wie beim Kanzlerduell. Wie gesagt, es wurde über ganz viele Sachen, die wirklich, also wenn man das Internet durchforstet oder wenn man mit Menschen auf der Straße redet, die nicht angesprochen wurden. Ich hau einfach nur so mal ein paar Sachen raus. Mhm. Es geht nicht darum, jetzt hier Lösungen zu finden, sondern einfach, wo man Lösungen finden muss und worüber einfach mal geredet werden sollte. Ja. Ich finde, wichtig ist die steigende Gewaltbereitschaft in Deutschland. Zum Beispiel? Altersarmut. Altersarmut, traurige Geschichte. Ja, wird ja, nicht... Aber weißt du auch, warum die Politiker nicht darüber reden? Weil die ja auch alle mit ihren krassen Pensionen so krass abgesichert sind, dass die, ja, niemals auf den Gedanken kommen, dass es Altersarmut gibt. Ja. Du bist irgendwie 4 Jahre im Bundestag, kriegst 3.000 Euro Pension. Ja, das ist ja wie wenn ich in der Glücksspirale im Lotto gewinne, dass ich da diese monatliche Rente kriege. Ist klar, dass die sich damit nicht so richtig auseinandersetzen. Ja, und das ist das Krasse, weil wir sind in der Bahn
unterwegs. Wir sehen, wie oft jemand kommt und bettelt. Ja. Wie oft ältere Menschen Pfandflaschen sammeln und sowas. Das sehen die natürlich gar nicht mit ihren ganzen, Privatleuten, die sie überall rumfahren und so. Ja. Also das ist ein wichtiges Thema. Digitalisierung, es wird immer so allgemein gesprochen, ja, wir müssen digitalisieren, aber was macht man gegen Fake News? Was macht man gegen Cybermobbing? Wie genau, oder? Man macht Werbung für Digitalisierung auf Papierplakaten. Wie findest du das? Ja, sehr gut. Finde ich sehr gut übrigens von der FDP. Finde ich ganz tolle Idee. Aber genau da ist die ganze Sache, dass ich mir denke, warum sind die Leute nicht oder die Politiker nicht konkret? Warum sagen sie nicht, wir wollen in Bildung investieren? Hört sich gut an, oder? Würdest du sagen? Würde man sagen, stimme ich zu. Finde ich gut, in Bildung investieren ist immer eine gute Sache. Aber warum denn so schwammig? Warum nicht konkret? Warum nicht jede Schule kriegt 5.000 Euro im Monat für ein Netzwerk, das sie da aufbauen können? Jede Schule kriegt ein WLAN. Hättet ihr gerne WLAN in der Schule und würdet unsere Videos aus der Schule gucken? zum Beispiel, also ich meine, warum nicht konkret? Ja, genau. Warum sagen sie nicht, ey, die alten Leute, nein, sie kriegen so und so viel mehr? Ich weiß es nicht, aber ich meine, es muss doch konkret sagen und nicht so, da müssen wir was machen. Genau, das wissen wir seit Jahren, dass wir da was machen können. Da müssen wir was machen. Es gibt in Berlin so Görlitzer Bahnhof, Cottbusser Tor, so fast schon, so sagt es die Polizei, rechtsfreie Räume, wo der Diebstahl so groß ist, wo du am helllichten Tag lang Haschisch, Kokain, Haschisch. Genau, permanent angesprochen wirst, du denkst, willst du, dass deine Tochter da später mit 13, 14 langläuft und angesprochen wird, ob sie Drogen kaufen will? 50 Meter weiter steht die Polizei und macht nichts. Gar nichts. Das sind doch Themen, was die Leute interessiert. Darüber wird nicht gesprochen. Nee. Und deswegen ist es schon traurig, dass man so das Gefühl hat, man sagt es schon immer, aber man hat wirklich das Gefühl, die Politik lebt in einem ganz anderen Universum. Mhm. Die AfD macht sich das ja auch zu nutzen. Ja, genau. Die sagen, ja, die Flüchtlinge bei uns, die leben hier in Saus und Braus und das Flüchtlingsheim ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Nee, es ist eine dreckige Turnhalle, wo eine Papierwand dazwischen gezogen ist, wo du nachts schläfst und der neben dir furzt und du riechst seinen Gestank. So sieht es aus in der Turnhalle. Aber nee, die leben im Fünf-Sterne-Hotel. Das kann man nicht so lassen hier. Nee, genau so ist es. Das sind halt diese Parolen, die irgendwie funktionieren, die leicht zu schlucken sind. In Amerika ist damit jemand Präsident geworden mit so einer Scheiße. Also wir müssen echt Acht geben, dass in Deutschland das nicht passiert. Und das ist nämlich ein ganz guter Punkt. Wir quasi jeder Deutsche sagt, die Amis mit Trump, sind die denn behindert und so. Ey Leute, ich bin gespannt, was hier Ende September in Deutschland passiert, wenn wir da in den Bundestag wählen. Ja. Noch haben wir die Chance, da wirklich drüber nachzudenken und diesen Parolen eben nicht zu glauben, sondern darüber nachzudenken, sich wirklich mit den Sachen zu beschäftigen. Und da gibt es nämlich auch eine ganz großartige Internetseite, um sich mal, und das nicht auf sehr schwierige Art und Weise, einen Überblick zu beschaffen. Genau. Das ist nämlich der schon angesprochene Wahl-O-Mat. Wenn man ein bisschen orientierungslos ist, ja, man hat ja immer eine Tendenz, aber trotzdem so ein bisschen, dann geht man auf den Wahl-O-Maten und dann gibt es da 38 Thesen, zu denen man vielleicht eine Meinung hat, neutral, stimme ich zu, stimme ich nicht zu, gibt es unterschiedliche Sachen. Stärkere Zusammenarbeit in der EU, bin ich dafür, bin ich dagegen, bin ich neutral? Und dann wird durch einen Algorithmus das errechnet, zu welcher Partei ihr die meiste Übereinstimmung habt. Ja? Vor allem, du kannst sogar noch die Fragen, die du beantwortet hast, gewichten. So, genau. Dass du sagst, was ist mir wirklich extrem wichtig? Du kannst nochmal die Programme, also wie stehen die einzelnen Parteien zu den einzelnen Thesen? Und ganz ehrlich, Mann, das ist im Internet, das ist easy und es ist halt extrem einfacher, als wenn du jeden Tag irgendwelche Zeitungen lesen musst oder dich jeden Abend mit irgendwelchen Politiksendungen beschäftigen musst. Check das mal aus. Wir verlinken das ja auch unten in der Infobox, ansonsten bei Google einfach mal Wahl-O-Mat eingeben. Meine Hoffnung so für die Zukunft, ja, und für den Ausgang der Wahl ist einfach, dass die Leute dann in der Wahlkabine dann doch die richtige Entscheidung treffen und alles im Prinzip im grünen Bereich bleibt. Aber nicht politisch gemeint, natürlich, das war einfach nur so eine Redewendung. Oh, oh, habe ich mich jetzt verraten? Gerade gerettet. Habe ich mich jetzt verraten? Oh, oh, oh. Aber überlegt einfach mal vernünftig und dann wird wahrscheinlich alles gut werden. Trotz der ganzen Probleme, dem Gefühl, dass viele sich nicht verstanden fühlen oder so. Also man sollte niemals die Hoffnung verlieren. Man sollte sich damit, und das haben wir jetzt schon häufiger gesagt, wirklich intensiv mit auseinandersetzen und definitiv zur Wahl gehen und halt ein Teil der Zukunft von Deutschland sein. Seine Stimme abgeben und nicht im Nachhinein meckern und sagen, sondern halt sagen, hey, ich hab's zumindest versucht. Ja. Und ich habe auch andere Leute darauf aufmerksam gemacht, dass man wählen gehen sollte. So ein bisschen wie wir beide. Haben wir jetzt quasi wir müssen nur noch einen Baum pflanzen, dann können wir in Ruhe sterben. Geil.
Und damit wir das ganze Abstimmen schon mal üben, könnt ihr auch hier bei uns im Video abstimmen. Ihr könnt uns nämlich einen Daumen nach oben geben, ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt eine kleine Glocke aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn es neue Videos von uns gibt. Und auch definitiv mal auf unserer Patreon-Seite vorbeigucken, da haben wir nämlich großartiges Bonusmaterial. Also es geht bis zu 8 Minuten extra Szenen von uns. Wow. Behind the scenes, making of, Nacktfotos von Andy. Also checkt auch das unbedingt mal aus. Wir möchten euch nochmal ganz kurz auf den Joker und Batman hinweisen. Ihr könnt nämlich auch entscheiden, auf welcher Seite der Gerechtigkeit ihr steht. Und mit diesen wunderschönen Worten sagen wir tschüss. Du möchtest nicht mehr was anderes sagen? Möchtest du noch was anderes aus Tschüss sagen? Was Nettes? Geht wählen. Geht wählen. Und shine on. Bist du schon entschieden, was du wählst? Nee, also doch schon. Ja? Ich habe jetzt Wahl-O-Mat gemacht. Habe ich wirklich gemacht. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja. Hat mir Ergebnis nicht gefallen, habe nochmal gemacht. Ja, genau. Ja. Also weißt du, was krass ist? Ich habe bei Wahl-O-Mat nur die AfD eingegeben. Ja, und? Und ich soll die AfD wählen. Krass. Komisch, ne? Ja, nee. Das ist ja auch das Geile beim Wahl-O-Mat, dass du wirklich sagen kannst, also du kannst zum Beispiel auch AfD nicht mal anwählen. Ja, ja. Sagen, will ich gar nicht, kommt gar nicht für mich in die Tüte. Da war ich zu geil drauf, dass ich sehen wollte, wie weit sind denn meine Überzeugungen bzw. meine Trends auch mit der AfD. Weißt du, ich glaube auch für die Leute. Aber hat mich am Ende froh gemacht. Dass es nicht ganz oben war? War richtig mini. Ja, ganz genau so ist es. Die AfD ist bei vielen wahrscheinlich auch ganz oben, weil sie halt diese Parolen da auch so reingehen, aber halt ohne Lösungsvorschläge. Ich meine, eine Partei, wo der Vorsitzende quasi sagt, die Integrationsministerin muss in den Müll entsorgt werden. Muss entsorgt werden. Leute, Leute, Leute. Was man vielleicht noch hätte sagen müssen, dass man nicht Name und Adresse auf die Wahlzettel schreiben soll. Muss man nicht? Okay, du hast offensichtlich noch nie eine offizielle Stimme abgegeben. Dieses Jahr könnte dein erstes Mal werden. Ja. Ich hatte gerade einen Magic Moment mit dir. Warum? Weiß ich nicht. Du nicht. Doch, ich auch. Du hast es in letzter Zeit nicht verdient, dass ich dir die Hand gebe. Das Ciao, Kakao. Tschüss.